BeKo Basketball Bundesliga, zweites Heimspiel und gleich was für eins gegen Oldenburg. Immer ein heißes Duell gewesen in den letzten Jahren. Vor dem Spiel bei mir Konstantin Lewowski. Guten Tag, Konsti. Ihr habt momentan einen relativ lockeren Rhythmus, sag ich mal. Ein Spiel pro Woche. Sind die Spieler sehr, sehr ausgeruht? Na, über locker, da fragt mal die Spieler. Also wir trainieren ja dafür ein bisschen mehr, was die Spieler eigentlich nicht so mögen. Natürlich hat man die Möglichkeit, ein bisschen mehr Pausen zu geben. Aber wo die Tücke liegt, haben wir letzte Woche in Bayreuth gemerkt. Es fehlt natürlich dann, gerade so in den ersten Minuten des Spiels, manchmal ein bisschen der Spielrhythmus, der erstmal aufgenommen werden muss. Also insofern, es gibt ein Pro und Contra für so eine Phase in der Saison. Beide Mannschaften haben viele neue Spieler. Die Saison ist noch jung. Wie weit ist Oldenburg da bei dem Integrationsprozess? Spielen die schon wie eine Mannschaft oder noch wie eine lose Ansammlung von tollen Individualisten? Ja, ich würde es jetzt weder noch so ins Extrem ziehen. Ich denke, sie wissen selbst, dass sie ein bisschen Probleme haben, sicherlich ein Teamspiel zu etablieren. Aber das ist nicht schlimmer oder schlechter als andere Mannschaften in der Liga, das auch präsentieren. Wir haben da sicherlich ein bisschen den Vorteil, einfach auch mit einer neuen Mannschaft ein bisschen mehr Spiele unter wirklichem Ernstfall schon gespielt zu haben. Insofern fehlt mir da jede Lust zur Wertung, weil du sagst es, individuell ist die Mannschaft so stark besetzt und mit so viel Qualität besetzt, dass wir da höllisch aufpassen müssen, heute wirklich das erfolgreich zu gestalten. Auf welche Duelle dürfen wir uns besonders auf dem Parkett freuen? Über welche Duelle werden wir nach dem Spiel höchstwahrscheinlich reden? Ja, natürlich ein alter Bekannter ist Paulding. Sie suchen ihn außen, sie suchen ihn innen. Gerade wenn sie meinen, so ein bisschen körperlichen Vorteil zu sehen, dann drücken sie auch manchmal Julius oder McElroy nach innen und versuchen ihn wie einen Post, also wie ein Center praktisch zu behandeln und ihm nah am Brett den Ball zu geben. Normalerweise wäre sicherlich auch Protic, ein junger ein serbischer Aufbauspieler, gegen Marinovic interessant gewesen. Nur kriegt Protic bis jetzt nicht so viel Spielzeit. Insofern wird es vielleicht Campbell gegen Hollis Price sehr interessant zu sehen sein. Und Inside, da haben sie sicherlich viel Masse mit Banks im Australier, der auch bei der WM schon auf sich aufmerksam gemacht hat. Und da hoffentlich knallt es ein bisschen und da sehen wir auch ein paar Vorteile, dass vielleicht Fimmerling oder Yassin oder auch Derek da gut aussehen können. Danke, Konstantin Lewowski. Alba gegen Oldenburg, wie immer, wahrscheinlich ein ganz heißes Spiel. Wünsche euch allen viel Spaß dabei. Gleich geht's los.